Liebe Schwestern und Brüder, ich darf Sie heute aus der Liebfrauenkirche hier in Arnsberg grüßen. Und das hat auch etwas mit dem Motto zu tun. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Wir erleben in dieser Zeit, dass manchmal eine große Dunkelheit da ist. Eben nicht außen, sondern innen. Wir sagen manchmal, da gehen alle Lichter aus. Da, wo wir nicht begreifen, da, wo wir nicht verstehen, da, wo wir Angst haben. Selig, die nicht sehen und doch glauben, ist ein Wort aus dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Es greift auf, wie es dem Thomas geht, der nicht dabei ist, der nicht die handfeste Erfahrung macht. Wenn ich nicht in die Wunden greifen kann, wenn ich das Konkrete nicht erleben, dass Gottes Macht wirkt, dann kann ich nicht glauben. Er erlebt dann, wie Jesus sich ihm später offenbart, bei einem zweiten Mal mit den Jüngern. Und dann sagt Jesus zu ihm: Selig, die nicht sehen und doch glauben. Was bedeutet das für uns in unserer Situation mit der Pandemie? Was heißt da eigentlich Glauben? Wir sehen, wie alle anderen, die schrecklichen Bilder von Kranken, von Sterbenden, die großen Fragen, die uns in Bildern und im Ton nahe werden. Glauben bedeutet, mit Durchblick leben, das zu erkennen, was unsere Sinne nicht erkennen. Glaube ist die tiefe Interpretation auf dem Hintergrund der Botschaft Jesu. Ich habe hier zwei Zeichen, die uns begleiten werden in den nächsten Tagen. Einmal hier die Osterkerze, die noch nicht entzündet ist. Sie wird symbolisch an dem Feuer entzündet in der Osternacht und symbolisiert das Christuslicht, das in unsere Kirchen, die dunkel sind, hineingetragen werden. Wir singen dann: Christus ist das Licht. Und die Menschen antworten: Dank sei Gott. Jesus will das Licht in unserer Mitte sein. Und er ist auch das Licht, da, wo wir manchmal eben nicht verstehen. Die zweite Figur, die hier neben uns steht, ist Maria, dargestellt als eine Königin. Den Tod hat sie unter den Füßen. Sie spricht von dem Sieg der Liebe. Maria macht deutlich, wer Christus aufnimmt und in seinem Leben, wird siegen. Auch in dieser Situation glauben wir eben nicht, dass alles den Bach hinuntergeht, dass alles kaputt geht, dass alles unmöglich wird, sondern in der Nacht sieht man neue Sterne. Da, wo Menschen helfen, da, wo Menschen teilen, da, wo Menschen neu ihr Leben begreifen, da, wo ein neues Miteinander entsteht. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ich vertraue ganz fest darauf, dass in allem Vergehen neues Werden kommen wird. Es ist nicht nur das Frühjahr, das uns diese Botschaft sagt, sondern die Botschaft des Evangeliums. Mit Christus, mit seinem Licht, mit der Macht des Glaubens an die Liebe, wenn wir Christus auf- und annehmen und unser Ja sagen, werden wir siegen. Wir dürfen auch dieses Jahr im Vertrauen diese kommende heilige Woche feiern. Das Geheimnis, was wir verkünden im Gebet: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommen wirst in Herrlichkeit. Ich möchte schließen mit einem alten Lied, das von Maria erzählt. Maria, breit den Mantel aus, mach Schirm und Schild für uns darauf. Lass uns darunter sicher stehen, bis alle Stürme vorübergehen.
Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte. Dein Mantel ist sehr weit und breit, er deckt die ganze Christenheit, er deckt die weite, weite Welt, ist aller Zuflucht und Gezelt. Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte. Mit Christus, mit Maria, dem Licht entgegen. Ihnen gesegnete Tage.